unerträglich entspricht. Ja, es ist ganz gut geübt, haben Sie schön gelernt, dauert aber viel zu lange. Also, wie stark sind die Kopfschmerzen von 1 bis 10? Das reicht. Ja. Das reicht, das reicht. Ja, okay. Wenn Sie das Gefühl haben, der versteht Sie nicht, dann erklären Sie das. Aber wenn er Sie versteht, sparen Sie sich dieses Ganze, wobei das und das und das bespricht. Das können wir alles schon nicht mehr hören. Ja, Sie sagen das bitte nur, wenn es nötig ist. Ja, vertrauen Sie mir da. Ja, also ich erkläre Ihnen das schon so, wie es gut ist. Okay. Also, wie stark sind die Kopfschmerzen? Ach, sehr stark. Von 1 bis 10, was wäre es? Ja, von 1 bis 10, ach, vielleicht 8. Ja, dann wissen Sie es. Okay, jetzt, wo genau sind die Schmerzen? Das ist das Nächste, was Sie wissen wollen. Könnten Sie mir zeigen, wo sind Ja. Ihre Schmerzen? Zeigen Sie mal bitte. Oder ich habe eine. Treten die Kopfschmerzen bei Ihnen nur auf einer Seite des Kopfes oder auf beider Seite auf? Oder im Augenbereich? Oder im Schlafbereich, im Hinterkopf oder im ganzen Ja, Kopf. Bereich, Hinterkopf, im ganzen Kopf, genau. Also das ist eine schöne, ein schöner Satz, wenn ein Patient zu Ihnen kommt, der Kopfschmerzpatient ist. Ja, das ist bei einem verunfallten Patienten nicht unbedingt relevant, aber bei einem Kopfschmerzpatienten können Sie das so sagen, das ist sprachlich gut. Ja, im Augenbereich oder hinter den Augen würde man auch sagen, ja, hinter Und den Augen. strahlen die Schmerzen in andere Körperteile aus? Ja, gut. Strahlen die Schmerzen aus. Okay. Strahlen die Schmerzen aus. Okay, gut. Also, wo genau sind die Schmerzen? Hätte ich zuerst gerne. Ne? Zeigen Sie mal bitte, war die Idee. Ja, das ist sehr gut. Dann wissen Sie das, ob die links, rechts. Schauen Sie, diese Frage hier unten zur Lokalisation, die verwenden Sie bitte bei einem Kopfschmerzpatient. Ja. Also wenn ein Patient mit einer Zephalgie zu Ihnen kommt und Sie wollen jetzt klären, ist das jetzt ein Spannungskopfschmerz oder eine Migräne, ja, dann ist das adäquat. Das ist jetzt nicht unbedingt adäquat bei einem Unfallpatient. Verstehen Sie warum? Weil es ist ja nicht, dass die Schmerzen auftreten, sondern die Schmerzen sind einfach jetzt gerade im Moment da. Verstehen Sie, wo sind die Schmerzen? Und das ist hiermit geklärt. Ja? Zeigen Sie mal bitte. Ja, Sie haben in einem Notfall keine Zeit für solche langen Sätze. Okay? Also, wo genau sind, zeigen Sie mal bitte. Ja, strahlen die Schmerzen aus, könnte man eventuell fragen, ist in Ordnung. Ja, gut. Die Schmerzqualität, hatte Deschalen noch gesagt, ne? Also, wie sind die Schmerzen? Ja. Und tretend während der Kochend. Kopfschmerzen Sehstörungen? Na, treten während der Kopfschmerzen ist auch ein Kopfschmerzpatient. Verstehen Sie? Das ist ein anderer Kontext. Ja? Treten Ja. während der Kopfschmerzen da, da, da auf. Also Sie wollen jetzt hier Begleitsymptomatik. Das passt nur bei Kopfschmerzpatienten, nicht bei einem Unfallpatient. Okay? Ah, okay. Ja, Sie müssen anders fragen. Wenn Sie wissen wollen, was hier noch los ist, natürlich können Sie hier fragen, haben Sie Sehstörungen? Natürlich können Sie orientieren, neurologisch fragen. Ja. Ja. Und Sprachstörungen, Sehstörungen, ja, Richtig, ja, genau. Haben Sie Sehstörungen? Begleitsymptome. Ja, richtig. Naja, und das müssten Sie hier jetzt irgendwie versuchen herauszufinden. Die Sprachstörungen, die würden Sie ja bemerken. Die brauchen Sie eigentlich nicht fragen bei Ihnen. Nach Sprachstörung würden Sie nur fragen, wenn irgendwie der Patient von einer TIA berichtet. Ja, wenn er sagt, habe gestern komisch gesprochen, ja, dann können Sie natürlich fragen, okay, was war das für eine Sprachstörung, die Sie gestern hatten? Aber wenn er im Moment mit Ihnen klar redet, dann hat er offensichtlich keine Aphasie oder irgend sowas. Ja, dann er redet ja mit Ihnen. Ne? Ist klar. Haben Sie Sehstörungen? Ja, oder können Sehstörung ist eigentlich auch nicht so das Wort, ja, sondern Sie würden sagen, können Sie normal sehen? Ja, können Ja, Sie können normal Sie sehen? normal sehen. Okay. Genau. Das ist im Notfall für einen Patienten, der kognitiv im Moment.